sagen euch jetzt schon immer frohe Weihnachten. Und auf der Pole Position haben wir der Philipp. Der muss jetzt in der Liga 2 starten. Letztes Mal konnte er nicht. Ja, so ist das halt. Dann haben wir der Little. Und der Little ist neu dabei und gleich und auf der 2. Und da haben wir der LNX in seinem AMG. Und daneben steht, etwas versetzt, natürlich unser Super Rusty, der Subaru STI, sorry, ich muss es immer wieder so sagen. Und dann unser X-Bier Dennis, auch wieder dabei. Und der Cool Waterman, auf den setzen wir, bringt geiles Highlight. Und der Tagbam, ja, den haben wir natürlich auch dabei, in seinem ersten Martin. Und der zweitjüngste, der SAT Minko. Und unser Chefchen natürlich auch hier in Liga 2, der Toffi. Ich drück da die Daumen. Das ist zu spät, gell? Und der Paul, diesmal im richtigen Auto. Gut, Paul, B. Das andere, was war das? Kein BMW, was war denn das? Mir ist es egal. Der STM haben wir auch dabei. Und der Maddock. Hallo, Maddock. Ah, ich bin so richtig gespannt auf diese Highlights da. Bin mal gespannt, was die sich liefern. Und dann haben wir den Rainer, der RS4 Rainer. Und jetzt haben wir den Plattfuß auch dabei. Der Plattfuß, ja, der ist ein bisschen spät gekommen. Hey, ne, hat die Quali nicht mitgefahren, da hat er müssen auf dem letzten Platz starten. Jetzt geht's aber los. Jetzt sind wir alle gespannt. Jetzt wäre die Motoren auf Heul und Power. Jo, und da zieht natürlich ganz klar, wer hätte es anders das gedacht, der Philipp vorne fort. Da ist er, fort zieht er. Das kann ich euch nur sagen, der Philipp, das ist natürlich Top-Fahrer, ne? Der hat ja eigentlich in der Liga 2 gar nichts zu suchen, ne? Deswegen ist er ja eigentlich schon so weitaus überlegen der Sache und ist ein Alien, ne? Das muss man ganz klar sagen. Jetzt gucken wir mal. Mit Blick da auf den STM, ne? Wie das da in dem ganzen Pult da abgeht. Guckt euch das an. Aber wie gesagt, Highlights, Highlights, ne? Nur das heißt nicht auf Saarländisch Highlights, ne? Sondern das ist Englisch. Heißt, soll ich sagen, ein besonderer Augenblick, ne? Was ganz Besonderes, ne? Und nicht, wenn man so sagt, ey, guck mal da, Highlights. Ach du lieber Himmel, das ist unglaublich, wie ähnlich doch. Komm mal, da wird der Lidl rübergeschoben vom, was, der Maddock? Oh, da ist der Männer, es war nicht der Maddock, es glaube ich war der Super Rusty, gell? Und jetzt hier setzt sich so langsam, ja, der Plattfuß, der muss jetzt Gas geben, ne? Das ist ganz klar. Aber er hat schwer zu kämpfen, das sieht man hier überall, ne? Da, ach, da haben wir jetzt Minko. Der Minko, das ist unter Englisch, der fährt, ne, jetzt wird nicht, der fährt, ah, der gibt immer zu viel. Du musst ein klein bisschen, hol dich ein klein bisschen zurück. Das wird schon. Ein bisschen Zurückhaltung und da, das ist der Maddock. Oh, da passiert eins aufs andere. Raus und doof, fahren sie, ach, raus, links raus aufs Gras kommt. Ja, Suzuka ist nicht einfach. Vor allem, wenn du da mal im Sandkasten warst, kommen wir nur noch da raus. Ne? Ja, da fahren wir auf die andere Seite auch nochmal nehmen. Weil man muss ja auch dann gucken, dass da der Gehverkehr, der kommende Verkehr von hinten, dass man den nicht behindert. Da, zack, oh, schon wieder. Hey, das sind Highlights ohne Ende. Ne? Aber da wird richtig mit harter Bandage gekämpft. Puh, ja. Lackaustausch, wo es nur geht hier, muss ich echt sagen. Also Liga 2, Heidi Witzka, hier bringen wir da Dinger ein. Also Suzuka ist wahr, wirklich am 12.12. Ne? Also das ist ja alles eine Vergangenheit. Sich der Phase A wieder zusammen raus. Und mal schön Tänzchen, guck mal da, wie sie schön Tänzchen machen da. Übers Grine. Ein schönes paralleliges Tänzchen. Du schwätzt jetzt, sag ich. Alter, wenn dir einer zuhört, ne? Aber da geht's ab. So. Den haben wir dann da. Das ist der Rainer und der Minko. Beide im BMW M6. Oh, der Minko ist schon wieder rausgeflogen. Schade. Und da ist der Little. Der Little mit dem X-Bier Dennis am Kämpfen. Aber er hat's geparkt. Der Little ist vorbei. Jawohl.
Ja, aber der X-Bedienst bleibt hinten dran. Der lässt ihn so einfach nicht davon. Zack, schränkt er wieder daneben dran. Aber die Außenlinie hat's gepackt. Little Store war aber bis abgekürzt. So, jetzt gucken wir mal. Schöne Perspektive von hinten, wie der STM da die Kurve kriegt. Schön, das ist da diese rechts, links, links, rechts. Wahnsinn, ne? Da musst du echt, da kommst du Emo neben dran, ne? Kriegst du die andere nicht mehr. Kannst vergessen. Also die andere Kurve. Unglaublich. Da musst du aufpassen von Anfang an. Oh, da gab's einen Schubser. Und da flieht der Rainer, war es glaube ich, gell? Der Rainer flieht noch raus. Jetzt machen wir schöne Zeit. Da fährt der STM da, ups, hin auf der Bubbles drauf. Oh, wie abgeht. Da sieht man schön, ne? Wie der jetzt Speed kriegt, den er eigentlich gar nicht will, ne? Und kommt jetzt langsam auf der Creamstreife und da war er fort. Ne, so geht das. Schade, 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 schade. Und da knupst es sich an. Sag nicht mal, auf der Gerade ist das ja gar nicht so schlimm. Aber kurz vor einer Kurve, ne, da ist das so tödlich. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal erlebt. Ne? Aber schön, guck mal, vier Kämpfe, das ist herrlich. Das ist schön anzusehen, ihr Leute. So mache ich das richtig. Liefern uns die Highlights. So, und der Plattfuß, ist ein bisschen aufs Gras kommen, ne? Und Pottwara und der Little hat das gesehen, ist gerade hinterher gefahren. Ne? So, es war eigentlich keine Berührung, ne? Keine Berührung. Man sieht ganz deutlich, der Plattfuß kippt so ein bisschen links hin runter aufs Gras, ne? Und kriegt dann einfach die Kurve nicht mehr. Zack, das ist super Zeit. Slow Motion nennt man das. Oh, ja, wenn ich da ausdrücke, ne? Dann fliege ich die Ohren voll. Ah, guck mal da, zack, dann ist er im Sandkasten, das war's. So, und hier haben wir jetzt unser Paul, das ist der Jüngste, ne? Der aber auch immer älter wird. Komisch. Er ist jetzt 11. 11 Jahre ist der Paul, ne? So, und der hat das letzte Mal das falsche Auto gehabt und wurde leider Gottes disqualifiziert. Jetzt. Aber der hat das wirklich, hat das locker genommen, hat's weggesteckt, hat gesagt, komm, das ist halt so, hab ich halt eben dumm gemacht, ne? Da muss man drüber wegsehen und fährt als das nächste Rennen an. Wird's besser. So, er lernt, jo. Er lernt. So, und der Paul, ne, hab ich jetzt gehört, der hat jetzt ein Fernseher in seinem Zimmer. Und, was er mir schon gesteckt hat, dass er jetzt auch sein Lenkrad anschließt, ne. Und ich kann euch doch gleich sagen, wenn der das Lenkrad anschließt, zieht euch warm an, ihr Bube. Da geht der richtig ab. Der zieht euch die Buchse auch aus. Wart's ab. Guck mal da, hä? Schön. Der fährt jetzt mit dem Pad schon super gut, ne? Wart mal ab, wenn der das Lenkrad angeschlossen hat. Oh weh, oh weh. Da kraut's mir. Und vor allem wird die Liga Enz, ne, immer stärker besetzt, ne? Und die zwei. Oh, was war das so? Da ist er ein bisschen angeschubst worden, ne? Hat der Toffi nicht angeschubst, du Beser? Mein lieber Freund, ich fand dich im Auto. So nett. So, jetzt hat der Lidl versucht jetzt so am Paul vorbeizugehen. Mal gucken, ob das klappt. Hä? Oh, da ist der Paul ein bisschen rauskommen. Aber guck mal, er hält es immer noch. Aber der Lidl ist vorbei. Ja, Lidl ist vorbei. Und hier? Oh, da war einmal halt Zeitlupe, zack. Und da kommt der Toffi, ach raus. So, zack und ab. Jetzt müssen wir in der Zeitlupe noch sehen, das wäre natürlich richtig super, wenn da jetzt so der Sand so richtig aufgehüllt gäbe, ne? Und die stehen ja durch die Gegend fliehen. Oh, das wäre was, ne? Vielleicht gibt es das ja im Gran Turismo Silver, dass wir da ein bisschen mehr Action sind bei solchen Szenen. Guck mal, da kommt er ganz knapp und hätte um ein Haar noch ein Paul hinter der Bobbes wegrasiert. Um ein Haar. Ja, der hätte auch nichts dafür gekonnt. Ne? Da haben wir jetzt den Tag Bam. Der ist jetzt hin am STM. Vorne ist der Maddock. So, da haben wir wieder den Rainer und den Minko. Rainer und den Minko, ja genau. Beide mal BMW M6. Aber das kann ich jetzt erkennen, ob der eine Balken ist, dass einer die M-Power ist. M6 Power, keine Ahnung. Sieht man ja so eigentlich nicht, oder? Kann man das erkennen? Oh, da ist der Mingo schon wieder rausgerutscht. Alter, mach doch langsam in deine Kurve. Mach doch langsam.
Till Udo, da hat er ein bisschen Achtung gemacht. Ja, das ist nicht so einfach. Die Dog-Kurve kommt, schwupp, rutscht der dem da, dem STM direkt parallel durch die Seite ein bisschen. Ne? War nicht so schlimm, war nicht so schlimm. Gucken wir einfach mal weiter, was das nächste Highlight ist. Oh, so. Der STM kommt aufs Gras. Pass mal auf, wie der jetzt da rutscht, der haarscharf. Haarscharf an dem vorne vorbei. An dem Super Rusty. Haarscharf. Unglaublich. So, hier ist eigentlich nur noch ein bisschen was zu den Streamern. Also die Streamer, die machen das immer, also wirklich professionell, muss man doch wirklich sagen. Kann ich nur empfehlen. Schalten doch mal in und gucken euch den Stream an. Ne? Das ist wirklich gigantisch, da kann man was lernen. Ne? Ich gucke mir das einmal wieder an, was die eine Strecken- und Autokenntnis haben, die ist unglaublich, ne? So, hier haben wir wieder diese schöne, enge Kurve und das ist das Dreiergespann hier vorne. Da war der Paul. So, oh, little, und wieder, ja, das ist der schöne Dreher. Hey, die Witzka, hast du gut gemacht, jo. Ey, war frei. Leider Gottes sind wir da immer so ein bisschen undurchsichtig, ne? Das ist eigentlich Quatsch. Wozu sind wir da durchsichtig? Wenn man auf die Straße drauf ist, dann kann durchfahren. Aber das ist ja ein bisschen unrealistisch. Brauchen wir nicht. Oh, wenn ich das rolle. Ich hab's geübt. So, und jetzt gucken wir an. Da ist der Plattfuß. Der muss jetzt echt was tun, weil der ist ja vom letzten Platz gestartet und ist eigentlich wirklich sehr, sehr guter Fahrer. Und der hängt jetzt da wirklich den Paul im Kofferraum drin, ne? Obwohl der Porsche den Kofferraum hier vorne hat. Jetzt guck mal, der versucht da links, rechts, ja, wo er kann sich für keine Windschatte entscheiden, ne? Unglaublich. Was will er da uns mit sagen? Ja, die lässt sich nicht vorbei, kann ich vergessen. Nicht so einfach. Nicht kampflos, mein Freund. Da musst du schon mehr tun, ne? Ja. Selbst die Junge, die Hans drauf, Blattfuß. Ajo. Geschenk kriegst du doch nix in der Saarlandliga. Da musst du kämpfen. Mit fairen Bandagen natürlich. Fair. Und jetzt zieht er vorbei. Ja, da der BMW, da ist natürlich durchzugsstark, sag ich mal so. Ne? Und der Porsche, das ist einer, der ist in der Kurve saustark. Sehr stark. Oh, ja, der Paul hängt wieder neben dran, ne? Der gibt nicht auf. Ja, schöner Kampf, Paul. Einmal frei. Paul, ich bin stolz auf dich. Das machst du jedes Mal super gut. Wirklich super gut. So, und jetzt hat er geschnappelt. Und jetzt ist er schon... Oh, das dort da. Also Bierdennis, jetzt hast du mal einfach gemacht. Das hättest du nicht mehr so machen, ne? Und der Paul kommt direkt aus der Kurve da raus. Ganz geschickt setzt er sich neben den Bierdennis. Zack, komm. Schöne Kämpfe. Also wirklich, die Liga 2, also die macht mir immer schön Freude, ne? Also wenn man so etwas so hin und her so moderiert und sieht das Ganze, dann denke ich, wow, echt, das sind gute Fahrer dabei. Also alles eigentlich, alle gute Fahrer. So, und da vorne, jo, das ist, ach, Paul, das hast du dich abdrängen gelassen. Er hat es gut gemeint, ne? Er wollte auf die Seite fahren, damit der Philipp da vorbeikommt, weil der Philipp ist ja der Erste, der hat jetzt die Überrundung angesetzt. Jetzt geht er da am Bierdennis vorbei. Der Bierdennis hat, glaube ich, noch nicht so ganz geschnallt, dass der den überrundet tut, ne? Oder? Eieieiei! Dennis! Halt dich zurück! Oh, jetzt geht wieder der Paul neben dem Bierdennis. Ja, der Paul ist ein Kämpfer. Er ist richtig ein Kämpfer. Super. Ach, das sieht so toll aus. Ich bin immer wieder begeistert, ne? Mit welcher Energie und mit welchen Nerven die das da durchstehen. 60 Minuten lang, ne? Hammer. So, jetzt ist er dran, der Plattfuß da am Super Rusty. Ah, ja. Oben, da ist er rauskommt. Super Rusty hat sich wieder... Da lässt man sich ja gerne schnell nervös schaffen, wenn da hinten dran so einer drängelt, ne? Meistens machen die ja noch nicht, ne? Ganz unverschämt. Total unverschämt, ne? Und da ist er. Jo, dann sind die auch noch vorbei. So, der STM hat sich gerade Maddock geschnappt. So. Aber der Maddock, der kommt auch nicht auf. Alles weiter schön. Hinten dran gleich ab in den Windschatten getonnert. Hopp. Schön die Kurve gestellt und
Nein, nicht richtig raus. Und jetzt Lil und Subaru Steve. Ah, der Subaru Steve hat sich ein bisschen verbremst. Und jetzt haben wir schon die Ziele einlaufen. Mal gespannt, wer so als erster kommt. Komm. Wer natürlich? Na logisch. Unser Philipp und die Schupe. Herzlichen Glückwunsch, Philipp. Das war der drittletzte Lauf. Okay, ich verzähle mich immer. Und da haben wir den LNX. Kevin, gewonnen. Zweiter Platz, saugut. Und dritter Platz, der hat es vom letzten Platz auf den dritten Platz geschafft. Der Plattfuß hat nicht so viel versprochen. Hätte ich nicht gedacht. Ah, doch, ich hätte es schon gedacht. Und unser Cool Watermel auf dem vierten Platz. Und dann haben wir dort der SAT Paul. Hallo, guck mal, da freut er sich. Fünfter Platz, saugut, Paul. Weiter so. Und der Subaru STI. Platz 6. Und dann haben wir 7. Der Lil auf Platz 7. Da wäre mehr drin gewesen, das weiß ich ganz genau, Kamerad. Das nächste Mal. Und der Bierdaddy ist auf 8. Einwandfrei. Ich bin Alga, fahre super. Und der Tagbaum hier auf Platz 9. Ja, wollen wir manchmal 2 Stunden nur einer machen. Weißt du, das rutscht mal immer so raus. Ne? Und Toffi auf 10. Einwandfrei, Toffi. Unser Chefchen macht's immer wieder gut. Und auf der 11, der Minko. Und auf der 12 haben wir den STM. Herzlichen Glückwunsch. Und wer kommt da? Unser Rainer auf der 13. Da baut er noch schnell die Strafe ab, Rainer. Ja, ja, komm, zack, komm. Oh, das war knapp, Alter. Das war knapp. Und der Maddog auf der 14. Jawohl. Und das war's. Ja, Freunde. Und auch hier in der Liga 2 wünsche ich euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Genießen es mit eurer Family im kleinen Kreis. Dürfen wir ja nur. Jo, so ist das halt. Aber es wird alles rumgehen. Bleiben gesund, ne? Und lassen euch gut beschenken. Jo. Und wer das doch jetzt alles erst nur Weihnachten hört, ne? Dem sage ich guter Rutsch, ne? Aber nicht mit dem Auto, sondern einfach nur mal so ins neue Jahr. Seid optimistisch und freut euch, solange es noch geht. Und wir freuen uns natürlich aufs nächste Rennen, ganz klar. Ne? Und, ja, was bleibt mir zu sagen? Soll ich euch noch einer singen? Fröhliche Weihnacht überall, töne durch die Lüfte frohe Schall. Mach was!